Hallo aus Madrid. Hinter mir, könnt ihr vielleicht schon erkennen, steht ein ganz besonderes Auto, nämlich der brandneue Mercedes A45 S-AMG. Es gibt einmal den A45 und den A45 S. Beide haben den gleichen Motor, unterscheiden sich nur in der PS-Anzahl und noch ein paar anderen Kleinigkeiten, die werde ich euch gleich zeigen. Ich habe heute hier die Möglichkeit, den Wagen mal auf der Rennstrecke zu testen und der hat ja auch was ganz Besonderes und zwar den Drift-Mode und auch den werde ich ausprobieren. Aber erstmal gucken wir uns den Wagen einmal an. Der neue A45 AMG sowie auch das S-Modell kommen mit einem komplett neu entwickelten 2-Liter Vierzylinder-Turbomotor. Das Basismodell kommt dann mit 387 PS und die S-Variante mit 421 PS. Auch ein neues 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe hat hier seinen Platz gefunden. Dieses garantiert einen millisekundenschnellen Gangwechsel. Der A45 hat einen vollvariablen Allradantrieb. Dieser verteilt die Kraft zwischen Vorder- und Hinterachse radselektiv perfekt zur Fahrsituation. Das passiert zum Beispiel auch perfekt im Drift-Mode, welchen ich gleich noch ausprobieren werde. Im Gegensatz zum A35 AMG hat der A45 AMG den Panamericana-Grill. Mit dem Aerodynamikpaket sieht der A45 S noch sportlicher aus und sorgt natürlich für eine bessere Aerodynamik. Hier kommt dann ein geänderter Frontsplitter und Flicks an Frontschürze sowie größerer Heckflügel am Heck. Im Interieur findet sich das schicke neue AMG Performance-Lenkrad wieder. Für mich noch eine tolle optische Spielerei, die Ambiente-Beleuchtung, welche sich farblich einstellen lässt. Leider wird es nicht mehr die Option geben, eine Performance-Abgasanlage dazu zu bestellen. Alternativ gibt es zum serienmäßigen Klappenauspuff den AMG Real Performance Sound. Was nichts anderes bedeutet, als dass der Motorensound über die Lautsprecher nach innen übertragen wird. Sprich, von innen klingt er dann lauter, als er von außen eigentlich ist. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wahrscheinlich interessiert euch ja auch, wie der Wagen klingt. Das zeige ich euch jetzt. Beim Fahren klingt der wesentlich besser und das probiere ich jetzt mal aus. So, ich habe direkt hier das ESC auf Sport eingestellt. Verdammt! Ich hätte nicht gedacht, dass der Wagen so laut ist. Da bin ich sehr positiv überrascht. Richtig Laune, verdammt. Also vorweg fährt ein Instructor. Wir fahren jetzt hier keine Rennen, wir wollen das Auto kennenlernen. Ich möchte ein bisschen gucken, wie das Handling so ist hier. Mega! Das merkt man immer daran, wenn ich wenig rede. Absolut geil. Das ESC ist nicht komplett ausgeschaltet, sondern auch Sport. Das heißt, ein bisschen greift es noch ein. Und ich finde, dass es damit lässt sich wirklich super arbeiten, auch für Leute, die noch nicht so Drift erfahren sind. Geil. ESC mache ich ungern komplett aus, gerade wenn ich das Auto noch nicht so kenne und die Strecke auch nicht kenne. Das ist, also das Auto macht mir echt mega Spaß. Komm, eine Runde machen wir noch.
der Kurve muss man immer sehr stark bremsen, sehr stark in die Eisen treten. Ist das geil. Also ich muss sagen, mein Drifttraining hat sich echt bezahlt gemacht. Das hätte ich mich früher nie getraut, so zu fahren. Und vor allen Dingen nicht gekonnt. Das kommt noch dazu. So, jetzt mal ganz spartanisch hier mit meinem Mikro. Neben mir steht Peter. Und Peter ist? Ja, einer der Instruktoren von AMG. Und ja, ich bin eigentlich hier, dass ich dir das zeigen kann, wie der Drift-Mode funktioniert und wie du dann mit dem A45 im Kreis driften kannst. Im Kreis driften? Ihr wisst, wenn ihr mich schon länger kennt, das mache ich gerne. Ja, dann begebe ich mich da jetzt mal rein und dann driften wir mal ein bisschen im Kreis. Traust du dich denn überhaupt bei mir? Ich habe schon einiges probiert heute hier und ich glaube, ich werde auch das noch überstehen. Alles klar. Wie stelle ich denn jetzt hier den Drift-Mode ein? Das Wichtigste ist natürlich einmal, um zu driften, dass wir kein ESP haben, dass wir das ESP deaktivieren. Das heißt, auf die ESP-Taste draufdrücken, 3 Sekunden oben bleiben, dann siehst du im Display ESP off. Mhm. Das ist einmal das Wichtigste. Dann ist es ESP komplett dann raus. Dann ist es ESP komplett raus, egal was du machst, da hilft dir dann kein Helferlein im Hintergrund mehr, sondern du bist auf dich selber gestellt. Ist auch gut so. So wollen wir es haben. Dann von der Schaltung her wählen wir manuell. Ja. Das heißt, dass der beim Durchrutschen der Räder nicht selbstständig hochschaltet, das Getriebe. Bist du dafür selber verantwortlich auch. Du kannst selber wählen, wann du schalten möchtest. Und deswegen manuell. Und von der Einstellung von den Fahrprogrammen her, mit dem Dynamic Select Schalter, gehen wir auf Race. Also diese Grundeinstellung brauchst du. Mhm. ESP aus, manuell und Race, und dann kannst du mit den zwei Pedals, mit den Schaltpedals am Lenkrad das aktivieren. Du ziehst mal bei beiden gleichzeitig. Gedrückt halten, oder? Ja, gedrückt halten. Dann lässt du sie aus und bestätigst mit dem rechten noch einmal. Ah ja, genau. Jetzt zeigt das mir so hier an. So einfach ist es dann, ja. Und jetzt ist der Drift-Mode aktiviert. Aktiv. Dann heißt, wenn du jetzt in die Kurve reinfährst, verteilt dir die Kraft unter den vier Rädern so bestmöglich, dass das Auto am einfachsten, am leichtesten ins Driften kommt. Du brauchst keine Gedanken daran verschwenden, du hast trotzdem noch immer Allrad, aber der verteilt dir die Kraft so, dass das Auto möglichst leicht ins Driften kommt und genau die Räder die Haftung verlieren, was für den Fahrzustand optimal ist. Also das heißt, es ist ein Allradantrieb? Genau. Er schaltet dann nicht komplett auf Heckantrieb, sondern er guckt, also das Auto ist intelligent genug, um zu wissen, wie viel Prozent er jetzt auf Heckantrieb schaltet. Genau, das ist das eine. Und auch, wie viel Prozent er aufs linke oder auf das rechte Rad gibt. Was auch noch wichtig ist, weil dadurch hast du praktisch, sagen wir mal, eine einseitige Beschleunigung. Ja. Und deswegen dreht sich das Auto noch leichter in die Kurve rein. Und wenn man das ganz extrem provoziert, heißt das Reindrehen sogar Haftungsverlust an der Hinterachse. Und das ist eigentlich schon der Anfang vom Drift. Dann probieren wir das doch jetzt mal. Das heißt, du lenkst einfach ein. Wir haben heute nur ein bisschen nicht mehr so optimale Bedingungen, weil sehr heiß und hier wurde schon den ganzen Tag viel gedriftet. Sehr viel Gummi hier, sehr viel Grip. Also. Man kann sehen, wie man es will. Ja, optimale Bedingungen heißt auch, sagen wir so, der Drift wird noch erschwert, aber ich gehe davon aus, dass du das hinkriegst. Ja, probieren wir jetzt mal. Ne? Genau. Okay, dann. Mal los. Also man weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, aber die Rauchschwaden steigen schon auf, die Räder rennen durch und das war eigentlich ein Drift. Die Querbeschleunigungen sind schon mal enorm. Also es funktioniert auch also, in erschwerten Bedingungen. Vor allem einfacher, als ich es jetzt erwartet hätte. Weil ich kenne es jetzt dadurch, dass ich ja schon so einiges mal probiert habe, vom Allradantrieb her wäre es jetzt schwieriger, gerade jetzt unter diesen Bedingungen. Aber dadurch, dass er jetzt switcht hier perfekt zwischen Allrad und Heck, es ist super einfach. Also definitiv, ich hätte es
Ich hätte es schwieriger erwartet. Ich probiere es mal einen genau zweiten Gang. Genau, das ist ja der Hintergrund von diesem System, damit es mit deinem Allradfahrzeug, was du ständig hast, hier trotzdem das Auto leicht ins Driften oder leichter ins Driften kommt dann auch. Weil normal würde dir das Auto eher über die Vorderräder schieben, genau, oder über alle vier Räder nach außen. Und das war komplett das Gegenteil jetzt dann. Ja, definitiv. Dann probiere ich es jetzt nochmal. War richtig super. Das war, ich weiß nicht, ob es bewusst oder unbewusst war, während dem Driften auch noch hochgeschalten. Ja, das war heißt, bewusst, das weil heißt, der sonst so genau, sehr hoch dreht. Ne? Aber du kannst auch den Drift halten und hochschalten, ohne dass du irgendeine Unterbrechung spürst, was ja auch wichtig ist, je nach Situation, je nach Kurvenradien. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal dafür. Bitte gerne. So, und jetzt mache ich noch mal kurz zwei, drei Kreise, damit er zwei gute Aufnahmen hinkriegt. Aber das war jetzt auch in die andere Richtung gut, nur es hängt mit der Blickführung. Ja, dass du total. Weiß man auch, dass du schon was gemacht hast. Kalt fahren? Fahr einfach eine Runde noch. Man kann so ein Auto aber auch dann abstellen. Es ist kein Problem, weil die Kühlung im Hintergrund läuft alles trotzdem weiter. Okay. Also ja, aber ich habe den ja jetzt sehr hoch gedreht, weil ich jetzt die ganze Zeit Vollgas gegeben habe. Du siehst, auch das macht dir nichts aus. Wir haben hier 40 Grad und du drehst den mehr oder weniger am Stand mit voller Drehzahl. Und das ist eigentlich für mich das Beeindruckende, dass die Technik das Ganze alles aushält, ohne dass dir irgendein System ausfällt oder so. Wer weiß wie lange. Obwohl, der wurde ja wahrscheinlich den ganzen Tag heute schon so. Ja. Obwohl, das war schon extrem, aber für die Technik extrem, weil du hast hohe Drehzahl, aber kein Fahrtwind. Gell? Das heißt, kühlt dir das viel weniger. Ja, ihr Lieben, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr vom neuen Mercedes AMG A45S haltet. Langer Name. Und wie gefällt er euch besser? Mit Aero-Paket, ohne, in welcher Farbe? Schreibt gerne alles in die Kommentare. Vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.